Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Kursgewinne durch Börsensektoranalyse. Ich freue mich, dass wir wieder diesen Termin zusammen haben und ich freue mich auch, dass Carsten Berger wieder uns zur Verfügung steht und heute Abend dieses Event veranstaltet und mit uns veranstaltet. Und ich freue mich natürlich auch, dass Sie heute live dabei sind. Mein Name ist Elsin Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXFET und wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, Carsten, du kriegst jetzt den Bildschirm. Wir haben, glaube ich, einen ganz guten Termin ausgesucht. Ist ja viel los aktuell. Und allerdings. Ich glaube, da kann man sicherlich die eine oder andere Aktie Sie anschauen, beziehungsweise ein Sektor wirst du sicherlich da ganz besonders hervorheben. Ja, das ist natürlich ein absolut spannender Zeitpunkt. Ich werde auch mal zu ein paar Dinge dazu sagen, was ich in meinem Depot gemacht habe und was in den letzten Tagen so passiert ist. Ich glaube, das ist ganz interessant und für die Teilnehmer auch gut zu reflektieren, was da im Endeffekt an den Märkten los ist und wie man damit umgeht, mit dieser Angst und mit diesen Chancen verpassen, was immer dann auf einen zukommt. Also es bleibt auf jeden Fall spannend heute. Webinar wird aufgezeichnet, das ist super. Und auf jeden Fall haben wir auch den Fragenbereich hier geöffnet. Das heißt, wenn ihr was habt, bitte fragt. Das ist eure Gelegenheit. Ich mache das für euch, weil ich kann das. Ich möchte euch einfach helfen, Märkte besser einzuschätzen und strukturiert vorzugehen. Und dafür schreibt einfach eure Fragen in den Fragenbereich hinein. Okay, danke Nelson. Dann fangen wir einfach mal an und wir hören uns dann vielleicht nochmal am Ende. Ne? Okay. Viel Spaß. Danke. Den Risikohinweis hat ja Nelson schon gemacht. Ich füge einfach nur mal hinzu, dass es natürlich sein kann, dass ich die ein oder andere Aktie oder vielleicht ein ETF, also irgendein Finanzinstrument selbst im Besitz habe oder jemand von einer Person, die mir nahe steht. Das heißt, immer hinterfragen, warum ich dieses Instrument in erwähne. Es könnte dann halt ein Interessenskonflikt bestehen. So, jetzt ist dem auch Genüge getan. Mit wem sprecht ihr? Mein Name ist Carsten Berger, ich bin 55, bin von Beruf kein Banker. Gott sei Dank, wenn man sieht, was Banker verursachen können, die bei der SVB Bank studierte Banker sind und dann Anleihen kaufen, obwohl man weiß, dass die Zinsen steigen. Ich meine, wie minder bemittelt muss man sein, dass man so etwas tut. Also wenn ein bisschen Verstand hat, der weiß, dass Anleihen fallen, wenn die Zinsen steigen, wenn man lang drauf fährt. Aber na gut, das Thema haben wir durch. Ihr wisst ja selber, auch bei der Deutschen Bank ist nicht immer alles grün gewesen, was letztendlich dort gemacht wurde in den letzten Jahren. So, deswegen finde ich, bin ich ein absoluter Freund davon, wenn Menschen sich selbst mit ihrem Geld beschäftigen und dort langsam wachsen mit ihrem Wissen und letztendlich ja, die Finanzwelt ein bisschen besser verstehen. Das hat mich schon mit 17, neben meinem Beruf als Polizeibeamter, den ich mit 17 begonnen habe, schon immer fasziniert. Ich habe mich selbst fortgebildet. Damals gab es noch gar kein Internet, sondern im Endeffekt die Bibliothek und ein Buch und das Selbststudium und der Handel einer Bank, zum Beispiel am Schalter. Also so ging das los. Wo wir jetzt stehen, ist ja was ganz anderes. FXFlat bietet einen wunderbaren Service an. Entweder auf dem MetaTrader oder aber im Bereich des Handels von Aktien über die TWS zum Beispiel. Was soll das Webinar bringen? Das bedeutet für euch, dass ihr einfach mal euch hinterfragt, was habe ich für einen Workflow? Ja, was mache ich? Dazu lasse ich euch einfach über meine Schulter blicken und sage, die Struktur könnt ihr ähnlich, sage ich mal, vornehmen mit relativ einfachen Mitteln. Ja. Eine Chartsoftware gibt es überall im Internet oder auch vielleicht bei euch direkt auf dem Rechner oder auch in der TWS zum Beispiel oder im MetaTrader. Einen Chart irgendwie einzuschätzen mit relativ einfachen Mitteln und nicht vorherzusagen, wo der Markt hingeht, das kann ich auch nicht, wenn ich habe denselben Chart, den ihr habt. Ich sehe also auch nichts anderes. Man muss im Endeffekt das wie ein Risiko und eine Chance bewerten. Und dann muss ich das gegenüberstellen, mit wie viel Geld gehe ich da hinein und wie hoch ist die Chance oder bleibe ich einfach fern. Ja? Oder wenn ich eine Position habe, dann sehe ich das aus einem ganz anderen Blickwinkel. Ich muss bewerten,
wie viel Gewinn möchte ich wieder abgeben? Oder ist das Risiko jetzt in dem allgemeinen Markt so hoch, dass ich jetzt eine Position verkaufe, auch wenn ich vielleicht gerade in einer steigenden Bewegung bin? Das heißt, löst euch mal von dem Gedanken, an einem effektiven Hochpunkt zu verkaufen und an einem Tiefpunkt zu kaufen. Also das passiert mir von 100 Trades vielleicht einmal und dann ist es auch reines Glück und nicht, weil ich irgendetwas besser sehe als ihr oder weil ich irgendwas besser kann. Ja, ich mache im Endeffekt immer das Gleiche und führt auch zu einem Fehltrade logischerweise. Ich habe keine 100% Trefferquote, absoluter Quatsch. Und bei einem Markt, der schwierig ist, und das könnt ihr erkennen, wann er schwieriger wird, dann ist natürlich auch die Fehlerquote größer und wie gehe ich dann da beispielsweise mit um? Das zeige ich euch ein bisschen. Das heißt, das strategische Vorgehen im Endeffekt. Umsetzung nur für diejenigen, die jetzt, sage ich mal, das schon kennen, die können sich jetzt noch einen Tee holen. Es sind noch 3 Minuten im Endeffekt, wo ich was dazu sage. Das ist immer das gleiche Schema. Wir schauen uns am Anfang die Indizes an, weil ich wissen muss, was macht Amerika und was macht Deutschland, denn das sind die beiden Märkte, die ich am meisten bespiele. Interessant ist, wer schon länger jetzt hier bei der Webinarreihe dabei ist, der weiß, dass in den letzten Webinaren, in den letzten Monaten Deutschland für mich ganz weit vorne stand. Wir sehen heute eine spannende Phase, das könnte sich ändern. Amerika ist stark zurückgeblieben. Ich habe Amerika gar nicht bespielt, ich war fast ausschließlich im deutschen Markt unterwegs und habe deutsche Aktien gehandelt. Werden wir sehen. Warum ist das wichtig? Ich muss wissen, wann gehe ich in den Markt rein, wann setze ich mich an den Rechner, wann habe ich Freizeit, weil ich mache das ja, wenn der Markt geschlossen ist. Also bin quasi End-of-Day-Trader, der Markt ist geschlossen, es gibt Signale und ich gucke mir dann den Chart an, wenn die Börse im Endeffekt zu ist und entscheide dann, was ich mache. Ja, allgemein. Deswegen muss man sich die Indizes öfter mal anschauen. Das mache ich täglich, um ungefähr in der Lage zu leben und zu entscheiden, ob ich etwas tue oder nicht. Wenn ich mich entscheide zum Beispiel und sage, hey, das sind deutsche Aktien, ein deutscher Markt ist gut, dann gucke ich nochmal drauf, welche Branche ist denn eigentlich jetzt gerade am Laufen. Und dann kann ich natürlich schon relativ gut selektieren und den Teil von Aktien ausschließen, den ich, sage ich mal, jetzt gar nicht unbedingt betrachten muss, denn das spart mir im Endeffekt Zeit. Deswegen muss ich gucken, was für eine Branche wähle ich aus und ist die Branche auch gerade in einer Situation, wo es sich lohnt, einzusteigen mit minimalem Risiko und einer guten Chance. Ja, wenn ich von Timing spreche, spreche ich immer, wenn jemand sich mit dem Trendhandel auskennt, ja, das ist nicht Voraussetzung für meine Strategie, aber ich handle Aktien gerne, wenn sie etwas zurückkommen, also aus der Korrektur und nicht bei einem Ausbruch. Ja. Dafür fällt man wahrscheinlich zu oft mal auf die Nase. Das heißt, wenn der Kurs zurückkommt auf ein bestimmtes Niveau, das werde ich euch zeigen bei den Indizes und das ist bei Aktien die Analyse und bei Branchen, sage ich mal ETFs, die ich mir anschaue, auch immer das Gleiche. Habe ich mich für die Branche entschieden, jetzt eine Etage tiefer quasi in die Aktienauswahl aus diesen Branchen heraus, versuche ich die Aktien zu bekommen, die am stärksten sind. Ja, wie das geht, kann ich euch zeigen, wie man da die stärksten findet, relativ einfach. Das kann man auch mit vielen Internetseiten machen. Man kann es auch mit dem Agena Trader machen, den ich benutze. Schon seit Jahren. Diese Software ist aber nicht unmittelbar Voraussetzung, denn es gibt auch noch ein anderes Tool, was ich entwickelt habe, zusammen mit dem Markus Runo zusammen. Werden wir kurz anreißen, wo man halt, sage ich mal, die Strategie bekommt. Das heißt, ich entscheide mich für Outperformer und Underperformer. Das heißt, welcher Index performt besser als der andere? Da setze ich den Fokus drauf für Long Trades zum Beispiel. Welche Branche performt besser als der Index und welche Branche performt besser als eine andere Branche? Dann spare ich mir schon unheimlich viele Branchen und Bereiche, die raus sind. Und wenn ich weiß, welche Branche die Outperformer sind, dann nehme ich daraus die Aktien, die in dem Bereich die Outperformer sind. Ja, dann spare ich mir auch wieder die anderen mir anzuschauen, die mittelmäßig sind oder gar keine Performance an den Tag legen. Ne? Und das macht das System im Endeffekt im Hintergrund automatisch. Wer sowas nicht hat, der kann das relativ einfach machen, indem man halt Prozentabfragen macht, wann eine Aktie wie viel performt hat zum Beispiel. Ja. So, Fragen immer rein. Hallo Bando, herzlich willkommen hier bei dem Webinar. Ich schalte jetzt mal um und zwar als allererstes zeige ich euch mal meine Homepage, denn
Für die Elemente, die ich euch heute zeige, könnt ihr auch ganz konkret nachlesen, wie ich das im Endeffekt handhabe. Unter tradercoach.de könnt ihr auf Perlentaucherstrategie gehen. Dort ist alles hinterlegt und vertieft auch ganz genau, wie die systematischen Vorgänge sind, die ich hier im Endeffekt mache. Man kann meinen YouTube-Kanal hier abonnieren und man kann einen kostenlosen Trading-Videokurs zu den einzelnen Elementen, die ich habe, hier einfach anschauen und das ohne sich zu registrieren. Ja, hier sind immer 5-Minuten-Videos, die ihr im Endeffekt bekommt und zwar zu allen Elementen, die ich beim Chart bewerte und man kriegt halt, sage ich mal, das entsprechende Grundwissen dazu. So, dann gehen wir mal in den Gesamtmarkt rein. Nicht das, sondern das. Was benutze ich? Ich habe einen Trade Scanner, ja, den haben wir entwickelt. Man kann das aber auch mit, wie gesagt, prozentualen Sachen machen und weiter. Was mich aber interessiert, ist zum Beispiel, wie kriege ich einen Überblick relativ schnell über den Gesamtmarkt? So. Dazu nutze ich dieses Tool und jeder Markt ist im Endeffekt hier gelistet von oben nach unten. Der starke Markt steht oben, der schwache Markt steht unten. Sieht man auch an den entsprechenden Farben und an den entsprechenden Performance-Unterschieden. Visuell ist das hinterlegt auf der linken Seite, Quatsch, auf der rechten Seite, ist alles, was im Trend-Long-Bereich ist. Also müsste hier eine Kugel sein, logischerweise. Der TecDAX liegt noch im Trend-Long-Bereich. Alles andere liegt ja quasi hier unten links und man sieht, hier ist eher der Trend-Short-Bereich. Und die Kugeln sind rot. Was bedeutet das? Die Volatilität ist extrem hoch und eine hohe Volatilität, also eine Schwankungsbreite der Aktien, wenn die hoch ist, bietet den Nährboden für fallende Kurse. Ja, deswegen kann man jetzt nicht einfach alles auf Short setzen, da muss ich schon den Chart angucken, aber so kriege ich schon mal einen Überblick und weiß, dass ich jetzt nicht unbedingt auf einen Markt stoßen werde, der mich vielleicht auf der Long-Seite schön trendmäßig nach oben trägt, sondern dass eher ein Gezappel wird. Auch wenn der TecDAX da oben steht, den kann man sich anschauen, wir werden uns die Charts auch mal anschauen, kriege ich also hier schon mal einen guten Einblick. Was kann man hier noch aussehen? Outperformance steht hier unten. Welcher Markt performt besser als der andere? Das ist nämlich genau das, was man hier sieht, ja, in der Reihenfolge. Und die Kugeln auch. Wenn die Kugeln weiter rechts stehen in der Achse hier, dann bedeutet das, dass der Markt am besten performt und der TecDAX steht ja am weitesten rechts von der Mittellinie. Alle anderen stehen links. Das bedeutet von der Mittellinie, das sind Underperformer. Und der schlechteste Markt ist in dem Fall der Russell 2000. Also die kleinen Aktien im amerikanischen Markt. Ja. Dafür nutze ich dieses Tool zum Beispiel und kann mir dann ein Bild schon mal darüber machen. So, jetzt schauen wir uns aber mal die Charts an, weil ich euch erklären möchte, wie man das im Endeffekt rauslesen kann. Und dazu nutze ich hier den Arjuna Trader. Schalte den mal um. So. Diese Reihenfolge habe ich im Endeffekt hier abgebildet, diese Outperformance mit diesen Kennzahlen hier im Arjuna Trader. Das ist ungefähr das Gleiche, was wir in dieser Matrix gesehen haben. Aber hier kann ich mir die Charts ansehen. Charts könnt ihr euch überall anschauen. Ja, dafür braucht ihr nicht den Arjuna Trader. Was ich euch ans Herz legen kann, wenn ihr schon mal so reinfühlen wollt, schaut euch irgendwo eine Plattform, die ihr habt, ob es Finviz ist oder so weiter, da könnt ihr euch zum Beispiel die amerikanischen Werte anschauen, die Indizes, wie viel Performance die hingelegt haben, zum Beispiel im Monat, in den letzten 4 Wochen. Da war halt zum Beispiel Bitcoin 7%, Nasdaq hat -3 gemacht in den letzten 4 Wochen. Also nicht Monat von Monat, sondern in den letzten 4 Wochen. Oder wochenmäßig 1% oder tagmäßig 2% zum Beispiel plus gemacht, den Tag davor. So kann man sich das sortieren. Ja, ich könnte jetzt sagen, ich sortiere mir mal hier die besten nach oben und dann seht ihr, sind die Zahlen schon fast die gleichen, wie ich hier auf der linken Seite habe. Da kommt man dem schon sehr nah, weil man braucht nur 2, 3 Werte, die im Endeffekt stark sind, wenn ich long gehe und schwach sind, wenn ich zum Beispiel short gehen möchte. Ja, also ich müsste jetzt nicht unbedingt im Financial Sektor sein, weil der ist ziemlich weit unten behaftet, sieht man ja auch an den Prozentzahlen. Also merken, nehmt euch eine prozentuale Aufstellung vor auf einer Seite, wo ihr das rauskriegt, die Informationen, dann könnt ihr euch schon entscheiden, bin ich eher im deutschen Markt, im amerikanischen oder bin ich zum Beispiel eher
gar nicht irgendwo long, weil es nichts gibt. So, wenn man sich jetzt die Sache hier sortiert, dann sehen wir zum Beispiel eins, was gut läuft, ist Gold. Ja, schaut euch das mal an. Das ist hier ein ETF Gold. Der hat gut performt. Das sieht man hier zum Beispiel. Und man kann jetzt auch den Gold Future zum Beispiel nehmen. Dann sieht man das nochmal besser. Ich glaube, das ist der MGC, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Denn ich gucke mir auch Rohstoffe an, und zwar Rohstoffe nur Gold, Silber, Öl. Ja, da kann man gut die Sachen, Dinge schon festmachen. Schauen wir uns mal den Gold Future an. Auch der ist relativ weit oben. Wenn wir den nach oben sortieren, so steht er da oben. Und ich bin auf das Gold schon relativ früh gestoßen und habe meine Positionen mit dem Anstieg des Goldes, mit dem Verfall der ganzen Indizes und dem Verlust im Endeffekt aufgefangen. Wie ist mir das gelungen? Ich gucke mir die Charts nach folgenden Kriterien an. A, Widerstand und Unterstützung. Das ist jetzt nichts Neues. Woran seht ihr das? Diese grüne Linie ist zum Beispiel eine Unterstützungslinie und die bildet sich auf Wochenbasis. Ich habe hier den Tageschart und damit kann ich natürlich, weiß ich auch, dass wenn mehrere Male ein Wert an einer bestimmten Situation Bereich reagiert, dann wisst ihr, dass da diese Zone eine gewisse Wertigkeit hat. So, ne? Also man sieht ja hier im Endeffekt, das sind Preisbereiche, dass man im Endeffekt hier so in dem Bereich auf bestimmte Reaktionen treffen kann. Dass der Markt entweder dreht oder er geht halt dann mit Schmackes, wenn er durch diese Zone geht, weiter nach unten. Und damit kann ich, weiß ich, was ich da als Kenntnis mit rausnehmen soll, ist einfach, dass dort in diesem Preisbereich etwas passiert. Ja, und da kann man ja einfach sagen, ja, der Kurs geht durch oder nicht, das weiß ich nicht. Wenn er durchgeht, weiß ich aber, was ich zu tun habe. Dann muss ich meine Position zum Beispiel schließen oder ich habe einen Stop da und gehe da zum Beispiel raus. So, was habe ich aus dieser Information entnommen, als der Markt hier zurückgekommen ist? Und zwar hier das erste Mal, dass hier eine Reaktion stattgefunden hat. Jetzt nehme ich mal den grünen Bereich hier wieder raus, weil wir haben ja selbst in der Software einen drin. So, ist der Markt zurückgekommen, hat hier das erste Mal reagiert. Da habe ich mir den Goldsektor auf die Watchlist gepackt. Warum? Weil es spannend ist, wenn zum Beispiel eine Kerze ein Umkehrstab ist. Das ist für mich die kürzeste Form einer Chartbetrachtung, die einzelne Kerze. So, wir sind nicht kein Heikin Ashi oder Bullish Engulfing und sowas, sondern im Endeffekt gucke ich nur nach starken Kerzen. Ja, das kann eine Umkehrkerze sein, dann ist das toll. Es kann aber auch hier so eine Kerze sein. So, das ist ein Powerbar für mich. Warum? Weil der Schlusskurs relativ nah am Hochkurs sein muss. Ja? Und das zählt genauso für negative Kerzen, wenn der Schlusskurs relativ am Tiefskurs ist. Danach schaue ich. Ja, also eine Kerzen, die jetzt nicht so aussagekräftig sind wie sowas hier, das interessiert mich im Endeffekt nicht, sondern im Endeffekt so eine starken Kerzen, sowas wie hier und so weiter. Da schaue ich hin. Und das nächste ist natürlich, ist entscheidend, wo ist denn die Kerze? Wo findet die statt? Und ich mache mal hier wieder ein bisschen sauber den Chart, dass ihr das hier also besser seht. Wenn ich das hier sehe, das sehe ich ja hier nicht rechts am Rand. Ich mache das mal weg. So, das war die Situation Nummer 1. Da habe ich gesagt, okay, hier findet eine Reaktion statt auf einer Widerstandszone, beziehungsweise die jetzt zum Unterstützungszone gesandt. Welche Chance habe ich da, dass der Markt von dort, wenn er da drüber geht, aufgrund dieser positiven Kerze, hier drüber geht? Welches Problem habe ich dann? Muss man sich immer fragen, was steht dem entgegen? Wo könnte der Kurs dann wieder reagieren und nicht einfach wieder nach oben laufen? Muss ich mich ja auch fragen. Es geht ja nicht nur in die Einrichtung. Ich finde eine gute Einstiegssituation, muss mich aber auch hinterfragen, wo wird diese Situation im Endeffekt wieder rausgenommen und wo könnte der Kurs nicht mehr weiterlaufen, wenn ich long gehen will? Was spricht dagegen? Gleitende Durchschnitte sind im Endeffekt der 20er, das ist das mittlere Bollinger Band, das ist hier drin in der Standardeinstellung, 20 Tage und zweifache Standardabweichung ist meistens auch bei den meisten Softwares mit enthalten, da müsst ihr also nichts dran rumfummeln. Ein 50er gleitenden Durchschnitt, einen einfachen gleitenden Durchschnitt habe ich und den 200er einfachen gleitenden Durchschnitt, nichts anderes so. Warum habe ich das drin? Weil das einfach visualisiert, wie das ungefähr trendmäßig unterwegs ist und wie der Kurs sich an diesen Durchschnitten verhält. Man sieht ja hier,
dass der Kurs immer mal am 20er reagiert und weiter nach oben läuft. Ja, irgendwann will er nicht mehr, dann macht er hier eine ganz schwache Kerze und geht dann im Endeffekt runter. So. An dem Tag habe ich gesagt, schaue ich mir das an, was könnte entgegenstehen? Na klar, ich bin unter einem 50er Durchschnitt. Der Kurs reagiert oft am 50er Durchschnitt und ich habe einen 20er Durchschnitt, der gegen mich läuft, und zwar Richtung Süden. Das heißt, oft ist es so, wenn ihr euch mal Charts anschaut, dass der Kurs hochläuft 2, 3 Tage und am 20er dann wieder so eine Umkehrkerze hier in Rot hinbastelt. Das heißt, mein Potenzial ist dort begrenzt. So, was habe ich gemacht? Erste Goldposition, weil ich dachte mir, okay, es könnte 2, 3 Tage nach oben gehen. Ich muss aber aufpassen, wie der Kurs dann hier reagiert. Was habe ich gemacht? Ich habe versucht, eine Goldposition aufzubauen, etwas höher als diese Kerze, damit ich sehe, ob auch irgendwas passiert. Was ist dann passiert? Der Markt ist rangelaufen, hat ihn aber nicht getriggert und war schwächer. Es ist nichts rübergegangen im Endeffekt. Und der Markt geht weiter rein in diese Unterstützungszone. Muss ich in diesen Tagen, wenn sowas passiert, etwas tun? Nein, es ist ja, habt ihr gehört, keine Powerkerze und keine positive Kerze, wo ich eine erhöhte Chance habe, dass der Markt infolge so einer Kerze weiter steigt. Das ist statistisch erwiesen. Ja, es kann natürlich auch eine rote Kerze folgen, aber wenn der Markt starke Kerzen bringt, ist die Intention in der nächsten Zeit, in den nächsten 2, 3 Tagen, dass der Markt eventuell weiter steigt. So, jetzt hat sich die Situation nicht verbessert, aber wir sind in einer Unterstützungszone. Und was ich auch noch anschaue und was ihr euch gerne auch in den Videos erklären lassen könnt, ist das Volumen. Ja, viele, die dabei waren, kennen das auch schon und wissen, aha, Carsten guckt öfter auf das Volumen und zwar nicht in so einem Volumenprofile, sondern einfach das normale Volumen hier unten drunter. Das habt ihr auch im Chart, einfach die Anzeige. Tipp, was ist Volumen? Volumen ist im Endeffekt einfach, was ist gehandelt worden? Händler A verkauft eine Aktie, Händler B nimmt die Aktie, das ist eine gehandelte Aktie und das ist quasi hier, das sind 88.000 Kontrakte vom Gold gehandelt worden. Ja, also 88.000 mal A gibt B einen Kontrakt zum Beispiel. Ja, so wisst ihr das. So, wenn ich mir das Volumen hier anschaue, dann ist das ja höher als das, was jetzt hier links und rechts ist. Man sieht es genauso, wie das Volumen extrem hoch ist im Gegensatz zu dem. Und wenn ich mir hier so einen Durchschnitt legen würde, ja, kann man auch reinlegen, dann sieht man, was Durchschnitt ist und was dann halt etwas drüber liegt. Entscheidend ist aber auch das, was wirklich signifikant hervorsticht. Das ist ja zu sehen. Dann schaue ich mir dieses an. Welche Kerze ist denn das? Und das war diese Kerze zum Beispiel. Ja, dieses kleine Doji hier, dieses dünne. Und diese fette rote Kerze, das waren im Endeffekt mit starkem Volumen behaftete Kerzen. So, wenn, das ist eine Regel für mich, wo findet dieses hohe Volumen statt? Findet dieses hohe Volumen an einem Tiefpunkt statt? Das sehe ich ja an dem Tag nicht, aber an den nächsten 2, 3 Tagen geht der Markt nach oben, dann sehe ich, okay, das war ein Tiefpunkt, ja, weil es geht ja 2, 3 Tage nach oben. Dann ist das positiv, wenn danach eine starke Kerze kommt. Haben wir aber nicht. Also ich musste da nichts machen, weil es kamen ja keine Powerbars zustande. Ne? Ihr seht, das sind ja Umkehrstäbe in die andere Richtung. So, und dann hat sich das sowieso erledigt. Es ist rausgenommen worden mit dieser Kerze und das Volumen ist leicht dort angestiegen. So, kam auch keine starke Kerze. Der Markt geht weiter nach unten. Hier unten war das Volumen nicht erhöht bei einem Abverkauf, was nicht so gut ist. Und was auch wichtig ist, das Volumen an dem Tag, wo es nach oben geht mit der Kerze, war auch nicht höher als das letzte Volumen, wo es gestiegen ist. Ja, das gucke ich mir an. Das hört sich vielleicht für jemanden, der jetzt als erstes das hört, schwierig an, aber schaut euch das Video an für 5 Minuten, dann habt ihr das auch gecheckt. Das ist nicht schwierig. Einfach der Hinweis so. Jetzt schaue ich mal nach links, ob hier in der Zone irgendwo noch eine Kerze wäre, die jetzt hohes Volumen bringt, als dass diese Unterstützungszone jetzt hier, sage ich mal, noch prädestinierter macht für einen Einstieg. Ja, habe ich hier ein erhöhtes Volumen, das ist da unten, das interessiert mich nicht. So, habe ich hier ein erhöhtes Volumen? Nein, habe ich nicht. Dort ist eins, was ein bisschen höher ist, schon ein bisschen länger. Hat der Markt dort reagiert?
Ja, hat er. Wenn ich mir das jetzt mit einer Linie langziehe, dann sehe ich, okay, hat man auch noch eine Unterstützung. Also es könnte noch etwas tiefer gehen, dann deckt sich das hier mit diesem Unterstützungsbereich. Also wenn, merken, Volumen, Unterstützungsbereich mit, sage ich mal, supported, dann hat es eine höhere Wertigkeit. Ihr wisst vielleicht schon, wo ich darauf hinaus will. Im Endeffekt nichts anderes, als dass ich sage, okay, welche Wertigkeit hat einen höheren Rang, und zwar derjenige, der im Endeffekt mehr Sachen aufeinander vereint. Also Volumen, Powerbar oder Umkehrstab und Unterstützung und Widerstand. So, die nächsten Tage war nichts, aber Gold steht auf jeden Fall, weil es in dieser Zone ist, ja, auf Beobachten. Das könnt ihr ja auch sehen. Dann passiert nächsten Tage das. Ist das ein Powerbar? Nee, ist es nicht. Ah, das ist ein Powerbar. Hier hat man die Chance zu sagen, okay, wir sind in der Unterstützungszone. Und was hat ist jetzt passiert? Wir haben ein leicht erhöhtes Volumen in dem Abverkauf in dieser Kerze gehabt. Dann taucht der kurz drunter. Hier wird eine grüne Kerze produziert, aber kein erhöhtes Volumen hier unten. Jetzt ist das Volumen höher als das, was am Vortag war. Und wir haben eine Umkehrkerze, die ja, vielleicht nicht der Super Powerbar ist, aber es ist eine Umkehrkerze mit einem neuen Tief. Viele wurden auf dem ja, falschen Fuß erwischt. Der Markt schließt wieder darüber. Also wieder eine Chance zu sagen, okay, das kann passieren, dass der Markt hier hochläuft. Womit rechne ich dann und welches Szenario ist dann, sage ich mal, für mich entscheidend? Ja, ich sehe, dass der 20er Durchschnitt hier weiter nach unten läuft. Da könnte der Kurs reagieren. Ich bin unterm 50er. Die haben sich hier gekreuzt. Das ist nie positiv, auch gerade was in Amerika so anläuft. Die achten da sehr viel drauf. Das bedeutet, ich habe ein Potenzial bis da oben hin. Wenn man das jetzt, sage ich mal, in der Kausalität sieht mit dem, was im Endeffekt an den Märkten ist, mit Inflation und so weiter, dann ist es vielleicht ein Punkt, wo jetzt Gold wieder vielleicht attraktiv war, dachte ich mir so. Also habe ich eine Chance, hier reinzugehen und mir Goldaktien zu suchen oder halt Xetra Gold oder so zu kaufen und direkt von den Goldpreisen zu profitieren. Ich habe Xetra Gold gekauft und keine Goldaktien. So, dann habe ich das Potenzial hier und muss halt hier gucken, was der Kurs in diesem Bereich macht. So, dann wurde ich getriggert, das Gold-Ding wurde eingebucht. Verkaufen würde ich das, wenn es jetzt runtergeht bei 18,10. Und dann ist im Endeffekt das passiert, dass der Markt nochmal runterkam und ich den Stop nicht nachgezogen habe, weil das werde ich erst machen, wenn der Markt, sage ich mal, hier oben am oberen Bollinger Band angekommen ist, weil er dann die Chance hat, nochmal zu drehen. Also ich war, ja, schade, dachte ich mir, wieder runtergegangen. Wir werden sehen, was passiert. Nichts ist passiert. Der Markt dreht wieder und hat dann relativ schnell den Markt, sage ich mal, nach oben gedrückt. Und das auch bei steigenden Volumen. Also wer das verpasst hat, ja, der hat natürlich hier noch ein viel deutlicheres Szenario. Ja, also hier wurden viele rausgedrückt aus dem Markt und dann sieht man, wie das Volumen ansteigt und zwar mit so einer starken Kerze. Hier war eigentlich das Signal, dann reinzugehen und den zweiten Anstieg zu machen. Ich habe die Position noch etwas aufgestockt darüber, weil die Chance natürlich gut war, dass er über den 20er hinausgeht. Und dass er so weit geht, hätte ich auch nicht gedacht. So, jetzt muss ich weiterdenken. Bin drin in dem Markt. Was mache ich jetzt? Wo kann der Markt reagieren? Das seht ihr selbst. Wo könnte der Markt jetzt wieder ins Stocken kommen? Natürlich hier bei 1960. Und ihr seht, naja, er war schon fast dran. Es geht ja nicht auf Punktlandung. Ne? Also das heißt, eventuell einen Teilgewinn mitnehmen und zu sagen, okay, ich gebe auf keinen Fall mir was ab. Ich bin Stop hier hingesetzt und die Hälfte der Positionen habe ich rausgeschmissen. So, jetzt muss man ein bisschen weiter gucken. Wie weit kann denn das Ding überhaupt laufen? So, schauen wir mal. Die nächste Range ist da oben bei 2000 und ob er nochmal bis 2082 kommt, weiß ich nicht. Aber das kann der Markt jetzt selber für sich entscheiden, weil ich bin ja im Gewinn und ich habe die Position im Endeffekt bei 1878 abgesichert und damit ist das Ding passé. Diese Denkweise und diese Betrachtung von dem Chart könnt ihr bei allen Instrumenten machen. Und zwar, egal ob es Aktien sind oder ETFs oder Branchen-ETFs. So schaue ich mir die Charts an. Dazu gehören Widerstand, Unterstützung, Umkehrkerzen, Powerbar. Die ihr seht, Volumen unten. Wenn noch ein Gap kommt, ist das wunderbar. Also das heißt, eine Kurslücke, die hat man jetzt hier im Future nicht, weil die ein bisschen länger laufen. Das ist bei der Aktie eher der Fall. Am Kassamarkt, dass da mal ein Gap entsteht, was auch wieder zu einer Unterstützung oder zum Widerstand wird.
in Verbindung mit dem Volumen. Und je mehr da zutrifft, desto mehr habt ihr Punkte, die halt sich lohnen, wo es sich versucht, man einzusteigen. Ja. So, also Gold war eine gute Entscheidung. Was habe ich noch gemacht? Ich bin dem Markt in Deutschland ja gefolgt. Deswegen zeige ich euch mal kurz Deutschland. Was war da der Hauptmarkt bei mir? Das war der SDAX. Beim letzten Mal haben wir auch noch gesagt, dass der SDAX sehr stark war im Verhältnis zu den anderen Werten. Ja, auch hier sieht man wieder diese Wochenunterstützung, wo der Markt natürlich immer wieder mal aufsetzt, aufsetzt. Das ist natürlich eine zähe Phase. Ja, hier ist ja im Endeffekt eine Seitwärtsphase, die erkennt man ab hier ungefähr. Und wenn man jetzt Ausbrüche gehandelt hätte, ich sag mal jetzt, dann wäre man ja hier schon mal negativ dran gewesen, da oben, da nochmal, da nochmal. Also ich sehe keinen, der am Ausbruch im Endeffekt groß verdient hat. Ich suche meine Einstiege ja unten. Also da, wo es eine Unterstützung gibt, habt ihr ja eben gehört, und wo es eine starke Kerze gibt. Das heißt, wenn ich schon eine Chance auf einen Ausbruch, weiß ich ja nicht. Irgendwann bricht das Ding vielleicht nach oben aus. Hat er ja nicht. Aber wenn ich das mache, dann werde ich ja hier nicht short gehen, sondern ich suche mir eine Möglichkeit, an einem Tief reinzukommen, wo ich die Kausalität, Volumen, Unterstützung, starke Kerze finde. Ja, und dann schaue ich hier einfach rein und sage mir, ah, ist an diesem Abverkaufsvolumen hohes Volumen gewesen? Ist das grüne Volumen da höher? Nein, kein Trade gemacht. Ja, nichts gemacht. Das ist auch eine Kausalität dabei. Ja. Keine starken Kerzen hier unten eingestiegen? Nein, nichts gemacht. Jetzt hier eine starke Kerze und da war das Volumen höher beim Abverkauf. Das ist schon mal gut. Der Markt hat höher eröffnet. Die Kerze war nicht ganz so stark. War das im Endeffekt höher als das andere Volumen? Nein, habe ich nicht gemacht. So, das gleiche nochmal hier und bin dem SDAX im Endeffekt, sage ich mal, nur mit den bestehenden Positionen, die ich hatte, die extrem stark waren, zwar die Hensoldt-Aktie, die HAG, die werdet ihr auch kennen, diese Rüstungsaktie, die extrem gestiegen ist, die hat sich dem Markt im Endeffekt relativ weit entzogen, bis auf diese Zahl. Das heißt, wenn ihr irgendetwas tut und habt eine Seitwärtsphase, dann versucht unten reinzukommen. Ist nicht immer der Fall, dass man das so sauber hinkriegt. Hier wäre noch eine Möglichkeit gewesen, aber da hat mir das Volumen nicht gefallen und dann war der Markt sowieso irgendwann auf dem Abkehrmodus. So, und das, was dann jetzt hier entscheidend ist für die Zukunft im SDAX, da sehe ich im Moment ein bisschen schwarz. Warum? Es kommt das Kriterium, habe ich ja schon erwähnt, eines Gaps. Das ist eine Kurslücke. Ja, zwischen Hoch und Tief sehe ich die. Ja, muss man wirklich sehen im Chart, sieht man. Dann zeichne ich mir hier sowas ein. Das ist im Endeffekt ein Abwärtsgap. Und dieses Gap sorgt dafür, dass es eine Art Widerstandszone wird. Ja, und warum ist das so? Weil natürlich hier über Nacht entschieden wurde, dass der Kurs wesentlich tiefer öffnet. Haben wir diese Lücke. Und es gibt zwei Möglichkeiten, wo da mal reagiert wird. Entweder an der Unterkante oder im Bereich der Oberkante. So. Und wenn ich da drunter bin, dann habe ich das als Widerstand gegen mich. Ja, und nach dieser langen grünen Kerze hier und dieser mega roten Kerze bei erhöhtem Volumen weiß ich, dass das hier oben bei der Kerze das Volumen schon ein hohes Gewicht hat. Das heißt, dort sitzen vielleicht noch Orders von Leuten, die da ihre Bestände loswerden wollen. Ja, also merken, bei Gaps, wenn er an der Unterseite ranhämmert, da muss jetzt irgendwas passieren. Also wo kann ich dann mein Potenzial sehen? Was spricht gegen mich? Der 20er kommt runter, da reagiert der Kurs auch oft drauf, negativ gegen mich. Dieser Bereich ist auch über mir. Wäre jetzt, wenn ich hier drüber reingehen gehe, würde auch negativ. Ja. Was spricht denn noch dagegen? Ich habe ja denn so eine Riesenkerze. An einer Kerze könnt ihr auch einfach erkennen, was ist denn da die Spannweite? Sieht die denn genauso aus im Durchschnitt wie davor? Nee, das sind heute auch die Kerze, mega rote Kerze. 3, 4, 5 Mal so lang wie die durchschnittlichen Kerzen. Da ist es für einen End-of-Day-Trader extrem schwierig, sein Risiko zu begrenzen. Also einfach Finger weglassen. Wenn ihr nicht Intraday handelt, habe ich heute auch gemacht, 3 Trades gemacht, zwei, einer im Plus, zwei im Minus. Ja. Und dann, wo der große Down-Move kam, war ich Intraday nicht zu Hause, weil ich einkaufen musste. Ne? Dann habe ich mich natürlich super geärgert, aber das kennt ihr wahrscheinlich auch. Aber End-of-Day-Trader, ich kann meinen Stop nicht setzen, mein Risiko nicht bestimmen. Ja, ich müsste dann etwas anderes wählen, weil ich mache das nur auf Tageskerzen. Und das ist mir, diese Schwankungsbreite ist mir einfach zu
Krass, also Finger weg. Aber ihr seht, wie der Kurs auch hier bei diesem Gap reagiert nochmal. Ne? Da war er dran, nicht auf den Punkt, aber er reagiert. Tschüss, geht runter. Und deswegen ist das Risiko, hier drauf zu springen, dann einfach vielleicht ein bisschen zu hoch. Ja, und was ist jetzt in der Zukunft, wenn man nicht drin ist? Ich habe meine Aktien verkauft, und zwar ohne Mist, das war der 7. Am 8. habe ich meine Aktien verkauft nach diesem Anstieg. Warum? Weil hier das hoch war und das Volumen etwas erhöht war beim Abverkauf, und nach so einer starken Kerze dann wirklich abzuverkaufen, habe ich den Markt im Endeffekt verlassen. Ich hatte eine HAG, ich hatte eine Süß Microtech, habe auch eine Verlusttrade gehabt mit der Athos. Ich hatte noch einen anderen Trade geöffnet aufgrund der Situation, dass der Markt hier gestiegen ist. Das war die Kali und Salz. War auch ein negativer Trade, aber letztendlich hat sich die Performance dieser zwei Aktien, Süß und Dings, die anderen outperformed. Also von daher ist es wichtig, das auch zu sehen im Index, was passiert, aber auch in der Aktie natürlich das Instrument, was hier tatsächlich handelt, weil eine Aktie kann sich auch vom Gesamtmarkt extrem loslösen. Schauen wir uns das mal an. Eine HAG zum Beispiel. Ja, der sieht, von was ich jetzt rede. Die ist ja auch im S-DAX. Was ist jetzt los? Warum zeigt der mir nie an? Kann ich hier sein? Nee, falsche Abteilung. HAG.de. Die müssen wir nehmen. Da ist er. So, ihr habt ja eben den S-DAX gesehen, was der gemacht hat. Und die Aktie dazu. Ja, nochmal Vergleich, S-DAX. Und die Aktie. Wenn man die halt gewählt hat, ich bin da bei 22, bei 24, hier bin ich rein, bei 22 noch was, bei dem starken Bar hier, da bin ich rein und konnte dann einen Teilverkauf machen in dem Bereich, und dann wusste ich nicht, ob die hier durchgeht oder nicht. Das war gut, und dann habe ich das Ding einfach laufen lassen und habe sie an diesem Tag im Endeffekt per Stop verkauft. Habe diesen Abwehr, also ja, starken Anlauf nochmal auf ein neues Hoch, habe ich nicht mehr mitgenommen. Ist ja heute wieder runtergegangen. Okay, wird eine starke Aktie bleiben, bleibt auf der Watchlist bei mir. Was muss da jetzt passieren? Der Gesamtmarkt sollte sich ein bisschen bessern, aber unabhängig davon ist ja die Branche Rüstung leider gerade extrem angesagt. Was erwarte ich mir jetzt davon? Und was kann man bei so einer Aktie daraus lernen? Volumen sehen wir hier. Welche Kerze ist das? Das ist die Kerze. Was ist das für eine Kerze? Eine Umkehrkerze, aber eine rote, stehe ich nicht ganz so drauf. Ich habe lieber grüne Umkehrkerzen, sowas wie hier oder wie da. Aber was ist entscheidend? Das Tief, es ist ja ein neues Tief gebildet worden, hat ein extrem hohes Volumen. Also, bedeutet, dass da eventuell viele Stops liegen, und viele Leute haben da gekauft und sind noch im Plus. Fällt der Markt unter dieses Volumen, ja, dieses Tief, dann haben wir ein erhöhtes Volumen gegen uns, wenn wir long spekulieren. Also wenn der Markt jetzt hier runterläuft, dann kann es sein, dass hier die Leute wieder verkaufen wollen, die noch nicht raus sind, und der Markt fällt wieder. Dann sind wir unter dem 20er, man kennt das, es ist immer das Gleiche. Das heißt, die Chance wird geringer. Wann bleibt es positiv für die Aktie? Wenn man sich ein bisschen mit überlegt, bleibt es positiv in dem Sinne, wenn der Markt jetzt hier zurückkommt und hier eine grüne Umkehrkerze entzaubert. Dann habe ich ja schon mal das unterschritten. Der Markt wollte nicht darunter, und die Leute haben es wieder nach oben gekauft. Die Leute sind bereit, ein höheres Preisniveau zu akzeptieren. Und die Leute, die im Endeffekt das Ding loswerden wollen, schmeißen es raus. Interessant wird es dann auch, wenn das Volumen auch an so einer grünen Kerze dann wieder hoch ist. Also ich schaue jetzt ganz konkret bei der Aktie, das müssen wir abwarten, was passiert, ob die nochmal runterkommt ein paar Tage und dann dort über diesem Volumen bleibt. Ja. Nächste Station, wenn sie durchrauscht, bedeutet, ja, hier diese Unterstützungszone. Warum? Wieder kausal, das wisst ihr, habt ihr gelernt, das Volumen ist erhöht an dieser Kerze. Wo liegt diese Kerze? In einem Wochenunterstützungsbereich. Heißt, wo kann sie es hingehen? Erhöhtes Volumen, die nächste Umkehrstation wäre hier bei 30. Ist auch eine runde
Wert. Also das sind die beiden Kaufzonen, die für mich interessant sind. Entweder geht es von der Seite nach oben oder es geht von hier unten nach oben. Mit natürlich weniger Potenzial, weil wir müssen uns da durchbeißen. Aber wenn ich weiß, da oben wird es eng, dann muss ich hier einen Teilverkauf machen, weil ich bin nicht bereit, wieder alles abzugeben, wieder bei Einstand zu sein und sagen, ich bin Trendhändler. Nee, auf der Zeitebene mache ich das nicht. Ich verkaufe dann einen Teil. Genauso werde ich es hier machen, hier einsteigen, hier einen Teil verkaufen. Wenn er dann weiter durchgeht, bin ich happy und wenn nicht, ist mir das auch wurscht, weil der Trade ist aus dem Risiko. Steht hier die Denkweise? Das sind einfache Dinge, die man im Chart sehen kann. Ich weiß nicht, was passiert. Ich handle nur dieses Szenario ab. Wenn das Ding hier runterfällt, dann bin ich ausgestoppt und bin raus und habe ein negatives CAV. So, und jetzt auch wichtig, wenn ihr euch einen Index anschaut, so wie den SDAX jetzt. So, auch wenn wir diese tolle Aktie im SDAX, die der Top-Performer letztendlich da ist, mit, weiß ich nicht, irgendeine andere Aktie ist dann noch, ich glaube, irgendeine Immobilienaktie ist auch noch super. Aber dann ist es doch immer entscheidend, wenn ihr jetzt eine Aktie kauft, wie viel Geld schmeißt ihr da rein? Na, Positionsgröße. Gebe ich jetzt, ich rede nicht vom Risiko, also nicht den Unterschied zwischen Einstieg und Stop, ob das 100 € sind oder 50 oder 0,2% oder 0,1 Risiko, davon rede ich nicht. Ich rede von der Positionsgröße. Gebe ich da 5.000 rein, gebe ich da 2.000 rein. Egal, welche Positionsgröße ihr habt, wenn ihr ein Trading Depot habt, dann habt ihr im Endeffekt die Hälfte, sage ich mal, an Positionen, die ihr reduzieren solltet, wenn der Index zum Beispiel nicht toll aussieht. Weil dann kann der Gesamtmarkt trotzdem kippen, wie man sieht. Und wenn der Markt, Gesamtmarkt steigt, dann ist ja das, die Möglichkeit, dass eine Aktie, die schon stark gelaufen ist, weiterläuft, relativ gut. Das bedeutet, in einer, wenn die Aktie, wie die HAG, selbst in einer guten Situation ist, ist doch die Information, die mir der Index bietet, Gold wert. Und zwar in dem Sinne, dass ich mich entscheide zu sagen, ich handle hier eine starke Aktie, die gut verläuft, an einer bestimmten guten Umkehrmöglichkeiten von Zonen, aber mit weniger Risiko in meiner Positionsgröße. Ja, seid dann nicht so eitel und sagt, ich mache immer 5.000 €, die nehme ich immer. Nein, dann nehme ich halt nur 2.000 €. Dann kann man sich ärgern, dass man da nicht bei war. Aber die Situation ist doch eine andere, als wo der SDAX komplett mitgestiegen ist. Jetzt haben wir nur noch die Aktie, die da zieht. Und vielleicht hat so ein Index, der jetzt negativ verläuft, einfach, sage ich mal, schwierige Auswirkungen auf so eine Aktie. Und die Performance läuft nicht mehr so geschmiert wie sonst. Ja, also das ist der kausale Zusammenhang, warum ich mir Indizes anschaue. Das habe ich auch bei der Kali- und Salz-Aktie gemacht. Da waren ja, kann ich euch zeigen, ich glaube, das SDF. Kam auch aus dem Bereich, dass der SDAX da noch gut war. Ne, das ist Berlin, die Aktie. Das wollen wir nicht. Wir wollen ja Xetra. So. Ja, da sieht der Chart doof aus. So, der sieht besser aus. Da war die Situation so, dass ich ja auch hier einen Widerstand hatte. Das heißt, ich wollte wirklich nur bis dahin handeln. Der Gesamtmarkt war schon ein bisschen käsig, also nach unten. Was mir im Endeffekt in dieser Situation, ja, diese Umkehrkerze am 200er nach diesem Abverkauf war mein Einstieg. Ich bin halt hier eingestiegen, bin der Markt ist hochgelaufen bis 22,12 und am selben Tag hier drunter geschlossen. So, und das kann natürlich immer passieren. Für mich war das Szenario so, okay, der Gesamtmarkt, DAX zählt dazu, aber auch SDAX, weil es ja spezifisch ist für diese Aktie, habe ich gesagt, die Positionsgröße ist nur 30% von dem, was ich üblicherweise handle. Also ist auch der Verlust, das Risiko einfach größer. Also der Gesamtmarkt spielt nicht mehr ganz mit. Die Branche war okay, ja, Basic Materials in Europa, drunter geschlossen. Ich bin hier ausgestoppt worden und tschüss und gut ist. Ja, letztendlich nicht die schlechteste Entscheidung. Ja. Also man kann den Index dazu benutzen, die Positionsgröße einfach draufzusetzen. Man sagt, der Index läuft im Moment harmonisch mit. Deshalb sollte man sich das auf jeden Fall anschauen. Okay, das war meine Exkursion zu Gold und den einzelnen Aktien. Schauen wir uns mal den DAX an. Das ist ja auch mal interessant. Wo haben wir den Future? Da oben hängt er. Wie sieht es da aus?
Ja, ganz entscheidend, auch im DAX Future, obwohl das Volumen da nicht so krass hin und her schwankt wie zum Beispiel beim Kassamarkt, aber hier seht ihr, dass das extrem hoch ist am 13. Das war ja an diesem Tag. Es war aber schon an diesem Markt am Tag, und zwar am 10. schon sehr erhöht. Also bei der Situation, den Markt zu verlassen, war jetzt nicht ganz verkehrt. Warum? Weil hier auch nochmal eine Unterstützung war, logischerweise an dem Tief, und dann kommen wir, wenn es da durchrauscht, relativ schnell in eine Situation, wo der Markt wieder drunter ist und jetzt auch nicht mehr drüber kommt. Ja? Also man sieht, der Markt reagiert einfach an dieser Zone, ist auch zu sehen. Und wo reagiert er wieder? An dieser Unterstützungszone von einer Woche. Da reagiert er. So. Muss ich jetzt handeln? Nö. Ja, also wenn er jetzt hier eine positive Kerze ausbilden will, dann weiß ich, ich bin vielleicht in einer etwas größeren Seitwärtsphase unterwegs, aber die Kerze muss wesentlich kleiner sein als sowas. Ja, also wenn hier eine Umkehrkerze kommt, dann trifft die vielleicht auf ein erhöhtes Volumen. Aha, was haben wir hier? Erhöhtes Volumen. Weiß ich, welche Kerze ist? Das ist die. Legen wir mal an dem Hoch eine Dings hin. Und komischerweise findet es genau da statt, wo dieses erhöhte Volumen ist. Also da könnte der Markt sagen, okay, bei 14.700 roundabout sind die Leute irgendwie lustig drauf und wollen dann den Markt vielleicht wieder kaufen. So, was brauche ich dafür? Aber eine positive Kerze, vielleicht findet die hier unten irgendwo statt. Aber ist noch nicht. Aber kann man sich ja dann sagen, dann wird der deutsche Markt vielleicht kurzfristig attraktiv. Wie weit kann ich sagen, ja, der geht bis da oben? Weiß ich nicht. Wo könnte eine Reaktion stattfinden? Habe ich euch gezeigt. Hier bei 15.250. So, da könnte es zu einer Reaktion kommen. Das heißt, ich muss gucken, was macht der Markt? Schafft er das oder nicht? Schafft die Aktie das, wenn ich eine DAX-Aktie dann kaufe? Das ist wichtig. Okay, TecDAX schauen wir uns an. Ich muss ein bisschen Gas geben jetzt. Auch hier hat die Situation sich stark verschlechtert. Ja, hier war kein starker Bar. Ich habe gesagt, okay, bis hier kann man vielleicht die Seitwärtsphase machen. Es kam kein starker Bar, Szenario gestrichen, nichts gemacht. Hier war ich im TecDAX auch nochmal spannend unterwegs. Hier war eine super Situation, eine Umkehrkerze in dem Bereich von so einer starken Volumenunterstützung von dieser Kerze. Ja, wir sehen, das hat ein starkes Volumen. Und dann reagiert der Markt an diesem Tief, ja, zack, drunter. Hier den Markt scannen nach Tech-Aktien, eine Chance zu haben, dass der Markt wieder nach oben läuft, macht er nicht ganz. Wann verlasse ich den Markt wieder? Wenn hier sowas kommt. Ja, und dann Stopp nachziehen oder einen Teilverkauf in der Aktie machen. Ja, ich handle ja die Indizes nicht direkt, sondern ich hole mir dann eine Aktie aus diesem Bereich raus. Ja, man schaut ab und zu mal auf die Branchen zwischendurch. Das ist im Endeffekt die Eingrenzung. So, jetzt sind wir drunter. Ja, mit erhöhtem Volumen drunter. Das heißt, das, was im Endeffekt hier passiert, dieser Bereich und dieses Tief wird vielleicht nochmal angelaufen. Und dann haben wir im Endeffekt auch den 20er wieder gegen uns. Und das ist das gleiche Bild. Der 50er läuft rüber. Haben dann hier ein mehrfaches Risiko, wo der Markt drehen könnte. Macht nicht wirklich Spaß. Und ich glaube, dass es die Märkte jetzt langsam auch die Luft ausgeht. So. MDAX können wir uns auch nochmal anschauen. Das ist ja das Kleine. Das sieht auch nicht viel besser aus. Wo ist er denn hin? Der MDAX. Na, sage mal. Ist der so weit abgerutscht? Der war ja auch mal ganz toll. Hoppala. Ja, auch hier haben wir so ein kleines Abwärtsgap. Haben wir als Hürde hinter uns. Wir haben das Kreuz hier. Die gleitenden Durchschnitte werden uns auf jeden Fall nochmal begleiten. Wir haben erhöhtes Volumen an dieser Kerze. Ist auch nochmal genau an der Unterkante von diesem Gap. Das heißt, hier ist eine verstärkte Widerstandszone. Wenn hier irgendwas passiert, sollte es da unten passieren, am 200er, an der Unterstützungszone, wäre interessant. Wenn dann hier ein Umkehrstab kommt, könnte man mal kurzfristig auf eine Gegenreaktion Long machen. Um Short drauf zu setzen, ist mir das zu volatil und zu schnell. Short zu spielen, wer das machen möchte, dann passiert im Endeffekt das. Und dann will ich das in die umgekehrte Richtung sehen. Das funktioniert in die eine wie in die andere Richtung. Ja, da handle ich aber lieber ein Index-Zertifikat oder ein ETF gehebelt Short oder sowas, weil dann eine Aktie zu suchen kann man auch machen. Ist genau das Gleiche, aber ich handle dann lieber den gesamten Index Short. Das geht schneller. So, das war mal so Deutschland. Jetzt schauen wir mal auf die amerikanischen Märkte, weil die geben ja jetzt ein bisschen Ton an. Man sieht ja auch, dass im Ranking, also Gold steht ja weit oben hier, ne, auf der linken Seite. Deutsche Markt, ja, TecDAX fällt noch ein bisschen mit. Nasdaq, wo ist er hingerutscht?
Da oben, die Nasdaq. Schauen wir uns mal an. Technischer Markt. Habe ich doch vorhin erwähnt. Die Bank in Amerika, SVB, ist pleite gegangen und die finanziert Startup-Unternehmen. So, hier habe ich schon vorhin mit einem Trading-Kollegen, Coaching-Kollegen im Endeffekt mal ein bisschen, sage ich mal, überlegt, wie das Ding hier zu handeln ist. Man sieht, dieser Widerstand hier oben bei 12.930, sprich 13.000 ungefähr, den haben wir vor uns. Da könnte die Aufwärtstour, die vielleicht jetzt passiert, zu Ende sein. Wir haben einen Unterstützungsbereich, der hier unten ist, der auch nicht schlecht ist. Man sieht hier bei den Futures, dass die Volumina jetzt sich nicht so groß unterscheiden. Da sind so kleine Dinge öfter mehr. Da sehen wir hier unten bei diesen beiden Kerzen hier eine Unterstützung. Wir sehen den 200er als Unterstützung. Wir haben hier den 50er als Unterstützung und wir sind zurzeit über dem 20er. Das ist jetzt nicht das schlechteste Setup. Wir haben bloß ein beschränktes Potenzial, logischerweise. Es könnte ab 12.750 wieder losgehen. Das heißt, interessant heute, dass der Markt in der Nasdaq heute höher schließt, auch mit diesem riesen Umkehrer. Es passiert nicht am, wir sind ja schon 1, 2, 3, 4 Tage unterwegs drin. Also wenn das heute so bleibt, ist, bin ich ja 4 Tage im Endeffekt spät, kann man sagen. Ich habe aber hier unten noch keine eindeutige Umkehr außer diesen langen Stab hier. Und die Volatilität ist noch recht hoch. Schwierig zu sagen. Die Einschätzung war hier, dass der Markt der 20er ungefähr so verläuft, als ich mich hier dazu entschlossen habe zu sagen, okay, wenn der Markt hier drüber geht, dann kaufe ich mir Aktien aus dem Bereich Nasdaq. Aber was zugetroffen hat, dass der Markt hier reagiert, am 20er wieder zurückkommt. Aber hier unten gab es leider, und das ist halt Börse. Es gibt nicht immer das Wunschdenken, dass jetzt hier ganz einfach ein Umkehrstab am Tief kommt oder so. Das passiert halt nicht. Es gibt halt dann Kerzen, die trotzdem schwach sind und dann geht man halt trotzdem nicht rein. Dann die, die quasi schon fast am Hoch ist und das ist hier ein möglicher Umkehrpunkt, den hatten wir ja schon mal. Das heißt, wenn ich hier oben reingehe, dann weiß ich, das Potenzial ist wesentlich geringer oder ich warte nochmal ab, dass der Markt zurückkommt und das nochmal bestätigt. Spannend, ja. Das versäume ich halt diesen Anstieg. Okay, aber bei der Nasdaq haben wir ja, sage ich mal, noch einiges an Potenzial. Wenn das Ding hier rüberkommt, wäre das auch eine Möglichkeit. Also bin ich mir nicht ganz schlüssig im Moment. Das seht ihr, das ist auch bei mir so. Es ist halt, dann ist man halt 2, 3 Tage zu spät. Da bin ich manchmal zu geizig. Wenn es nicht mehr am letzten Hoch, Wunderreaktion stattfinden könnte, da muss ich ja irgendwie auch schon im Gewinn sein. Deshalb ist es wichtig, sich dann auch im Nasdaq-Bereich die Branchen rauszusuchen, die dann laufen, weil die könnten dann die Performance letztendlich retten. Blick schnell nochmal auf den S&P 500. Ja, wo ist er hin? Wo ist er denn? Da ist er. Ja, ein bisschen schwächer, ja, steht ein bisschen schwächer. Sieht auch vom Chart ja nicht aus, als muss man das Ding jetzt unbedingt genießen auf der Long-Seite. Und im Short-Bereich sehe ich ja, dass der Markt hier bei leicht erhöhtem Volumen an diesen Tiefs reagiert. Ich habe hier eine Wochenunterstützung. Heißt, Potenzial auf Short könnte hier in Stocken kommen. Ist jetzt nicht das Ding, was überhaupt jetzt zum Kaufen lädt. Wir sind am 200er und wir sehen, dass der Markt am 200er auch reagiert. Er hat hier so seine Ausbrüche und seine Extremitäten, die er jetzt immer ausstreckt nach oben, nach unten. War schon mal drüber, heute drunter, hat aber hier wieder auf die Long-Seite gedreht, aber die Kerze ist noch negativ. Muss ich da was machen? Nee, warum? Am 200er will ich irgendetwas sehen, und zwar wenn dann das, dass er hochgeht, wieder zurückkommt, dann klar reagiert mit einer starken Kerze. Dann war ich schon mal drüber und kriege dann diesen Rebound nochmal und dann sieht vielleicht die Situation aus, dass der 220er so runterläuft und dann haben wir wieder eine Möglichkeit. Auch nicht viel. Wir haben viel Widerstand gegen uns. Also S&P 500 abwarten, abhaken, auf Wiedersehen. Starke Branchen. So, schauen wir mal hier. Technology sieht relativ gut aus. Warum? Ist ja klar, ist ähnlich wie Nasdaq. Ja, aber die Situation heute ist schön, aber Potenzial ist ja auch begrenzt, ne? Also ist irgendwie so ein bisschen der Deckel drauf, brauche ich nicht. Wann werde ich da wieder sagen, juhu? Ja, so, das oder hier unten irgendwie in dem Bereich der Markt wieder ein bisschen zurückkommt. Vielleicht braucht es länger, wir werden es sehen. Das ist aber das, wo ich nachher schaue. Nächste Branche, Kommunikationsbranche, habe ich auch angesprochen zur Zeit.
War hier so ein riesen Aufwärtsgap, der Markt ist dann runter, zack, reagiert, Schuss nach unten, am 200er reagiert, immer das Gleiche, am 20er reagiert, ist immer dasselbe. Dann kommt er auf die Wochenunterstützung zurück, zeigt aber hier keine starke Kerze, der Markt zieht aber trotzdem an und das bei erhöhtem Volumen. Das ist das, was euch immer dazu führen sollte, darauf zu schauen, und zwar erhöhtes Volumen beim Abverkauf. Ja, wer weiß denn, wenn so eine rote Kerze kommt, oder wer greift da von euch zu? Also ich auch nicht, weil ich weiß ja nicht, ob am nächsten Tag nicht noch eine rote Kerze kommt. Ja, müsste ich in eine unterlegene Zeiteinheit gehen, aber das mache ich nicht. Also von daher, am nächsten Tag eine positive Kerze, die nicht ganz weit oben schließt, aber nochmal erhöhtes Volumen. Wenn das eine Kerze gewesen wäre, die so aussieht wie das, dann wäre das mein Screening gewesen in der Kommunikationsbranche. Dann hätte ich mir vielleicht, keine Ahnung, was für eine entsprechende Kommunikationsaktie zugelegt. Heute macht sie im Endeffekt ein sehr positives Ding. Wann, wer jetzt drin ist in der Kommunikationsbranche, muss hier aufpassen, logischerweise. Da könnte wieder eine Großreaktion erfolgen. Ja. Sieht nicht schlecht aus. Ja. Mal gucken, vielleicht macht sie den und den und dann haben wir im Endeffekt wieder die Durchschnitte unter uns, vielleicht ein erhöhtes Volumen unter uns, weil die Kerze, die spiegelt auf jeden Fall ihren Segment wieder, wenn der Kurs hier zurückkommt, wo eine Unterstützung sehr lohnenswert ist, vielleicht für den Einstieg. Also ist bei mir auf der Watchlist. So, dann Consumer. Consumer, auch an einer Unterstützung, Wochenunterstützung bei erhöhten Volumen. Ja, seht ihr hier unten. Zack, die Kerze. Das ist spannend. Da sind wir. Aber auch hier haben wir keine starke Kerze. Erst am, sage ich mal, anderen Tag. Jetzt muss man gucken, macht das Spaß, jetzt hier reinzugehen? Da erwarte ich, dass der Markt hier super durchgeht? Nö. Viele Widerstände, seht ihr selbst. Brauche ich nicht. Ja, immer nur das Potenzial abschätzen, was man haben kann. Und dann muss man da nicht noch drauf springen. Industrie. Sieht auch nicht besser aus, ne? Doch, Alter, das ist der Chart für Industrie. Stark zurückgekommen. Hier am Wochenunterstützung hat er reagiert, starkes Volumen, aber keine starke Kerze. Ja, aber kommt auf die Watchlist. Was macht er jetzt hier? Ist über dem 200er, bleibt er? Dann haben wir vielleicht die Chance einer kurzfristigen Long-Reaktion. Für Short war nicht, das ist hier eher eine Möglichkeit, dass der Markt dreht oder seitwärts läuft. Möchte ich dann, wenn man Short machen möchte, möchte ich ja immer den Rücklauf sehen und dann in die Richtung. Ja, also aus der Korrektur. Nächste Abteilung, nochmal Consumer, Discretionary, auch nicht gut aus, kann man auch letztendlich abhaken. Wir sind wieder an der Unterstützung, wir haben alles gegen uns. Nee, muss man keine Experimente machen. Ein Blick auf Silber habe ich nochmal auf dem Tablett. Ja, da seht ihr, warum es so sinnvoll ist, nicht mehr auf Unterstützung und Widerstände zu achten. Auch hier sieht man an dieser Widerstandszone, hat der Markt heute reagiert. Das heißt, wenn er so sich darstellt, Stopp ranziehen, wer Silber konkret hat oder Aktien hat von Silberminen, dort im Endeffekt das Ding abzusichern. Ja. Oder hier sein Target reinzulegen für einen Teilverkauf, macht absolut Sinn. Wir haben starkes, hohes Volumen hier. Das heißt, das ist hier ja, das Tief der Kerze und das andere lokale Tief hier ist ein starker Unterstützungsbereich beim 200er. Kommt der hier wieder zurück, dann haben wir doch beim Silber vielleicht nochmal ein bisschen Spaß, bis dahin mitzumachen. Kommt auch auf die Watchlist. So, Utilities. Ich hoffe, ihr seht mir nach, dass es vielleicht 3 Minuten länger geht. Auch spannend, aber alles nach unten geneigt. Heute eine starke Kerze, die aber auch so ein bisschen rumkrepelt. Nichts Neues. Gesundheitssektor, mal gespannt, was da passiert. Boah. Ja, Gesundheit haben wir alle, aber der Markt sorgt nicht dafür, dass wir uns gesünder fühlen jetzt im Moment. Ja, mitten in der Nirvana-Zone, hier ist wieder ein hohes Volumen. Wo ist hohes Volumen? Hier unten, da ist eine Wochenunterstützung. Können wir noch schön abwarten, bis er ein bisschen zurückkommt und sich dann im Endeffekt vielleicht wieder umkehrt. Spannend, hier mal einen Preisalarm reinlegen, ja, und sich mal benachrichtigen lassen zum Beispiel. Basic Materials, da gehört ja noch mehr zu, also andere Rohstoffe außer Gold. Deswegen verhält der sich kontraproduktiv. Da sind auch Goldaktien letztendlich drin, aber die werden natürlich von anderen Dingen wie Öl dann natürlich, sage ich mal, ausgeschmissen. Da liegen wir an der Unterstützung, haben aber einen Downgap. Man sieht hier, ja, einen Downgap hier, zack, diese Kurslücke, die steht dagegen.
Und das wird ein Hindernis sein, dass der Markt hier einfach nach oben läuft. Schauen wir nochmal, was passiert, wenn sie weiter nach unten kommt. Immobilien, auch eine spannende Sache. Ja, extrem hohes Volumen am 13. März und positive Kerze. Hier Wochenunterstützung und, was haben wir hier noch? Ein altes Aufwärtsgap, dem Bereich. So, und was wird jetzt spannend? Also ich wage mal, wenn der Markt hier drüber kommt, entweder kurz darüber schließt, scheint es kurzfristig mal interessant zu sein, auf der Immobilienseite mal zu schauen, oder er läuft wieder hier rein, findet hier nochmal eine Stärke und kommt wieder nach oben. Mal sehen, was passiert. Stops auf jeden Fall dann darunter. Ist auf der Watchlist. Ich lege mir hier jetzt mal einen Preisalarm rein, was der hier macht. Ob er drüber geht oder nicht. Energiesektor. Dauert nicht mehr lange, wir sind gleich durch. Ja, im Nirvana. Da brauchen wir gar nichts. Da. Russell 2000. Auch unten einer Unterstützung bildet eine positive Kerze. Mal gucken, was passiert. Extrem hohes Volumen, aber Achtung, hier ist extrem hohes Volumen an dem Tief dieser Kerze und hier ist extrem hohes Volumen. Das kann hier schon wieder zu Ende sein, das Spiel. Ja, also warten wir es ab. Financial Sektor, das ist wahrscheinlich jetzt ein Debakel. Ja, da sieht man, der Kurs reagiert hier unten. Wir haben tolles hohes Volumen. An dieser Kerze hier unten auch noch mal ein bisschen erhöht. Auf jeden Fall mehr Volumen wohl gekauft wurde als das letzte Kaufvolumen. Spannend, ob der Finanzsektor sich erholt. Kurzfristige Spekulation wäre es wert vielleicht. Ist aber auf jeden Fall keine Outperformer-Branche zurzeit. Das ist eher ein Szenario für einen Kauf von extremen Ausverkäufen, was ich auch gerne mache. Ein P3-Setup nenne ich das bei mir, kein P1-Setup. Das ist trendfolgend. Wäre dann hier mit einer Kursreaktion wieder zu rechnen, kommt auch auf die Watchlist. So, damit haben wir die mal im Schnelldurchgang jetzt durchflogen. Was ich euch noch nahelegen möchte, ist natürlich das nächste Webinar, also auf jeden Fall, das ist meine Steuererklärung. So. Wo haben wir es? Da. Wer bei FX Flat, sage ich mal, noch nicht ist und ein Konto eröffnen möchte, das kann das gerne über diesen Link machen, der bekommt eine Vergünstigung für den Trade Scanner, den ich nochmal intensiver auf jeden Fall zeigen werde. Wer das sich mal zeigen lassen möchte, wie man den benutzt, kann das gerne machen, mich anschreiben unter cb@tradercoach.de. Das schreibe ich jetzt mal hier in den Chat. Dann kann ich euch das in einer, ja, Sitzung gerne zeigen, wie ich das mache. Kostenlos, logischerweise. Das ist das Tool und meine Internetadresse, Quatsch, E-Mail-Adresse. Und Kontakt kriegt ihr auch. Könnt ihr mich gerne anschreiben. Dann zeige ich euch das mal, wie ich das Tool, quasi hier das Marktmodell, benutze und was das alles kann. Man kann natürlich auch Trend-Long-Sachen anzeigen und findet dann entsprechende Rankings. Das nochmal kurz erwähnt. Und dann kann ich mir Aktien anzeigen lassen, die entsprechend eine hohe Kapitalisierung hat. Dann schauen wir mal, was die hier können. Okay, das ist jetzt keine tolle Aktie. Dann kriegt man ja Einstiegssignal und Verkaufssignal und so weiter. Wer sich das mal demonstrieren lassen möchte, der schreibt mich einfach mal unter dieser E-Mail an. Dann machen wir eine Zoom-Sitzung, machen wir gemütlich beim Tee und dann zeige ich euch das mal. Wer Fragen hat, kann mich auch natürlich über meine E-Mail-Adresse kontaktieren. Da würde ich mich freuen, weil von den Fragen lebe ich letztendlich und gebe gerne das Wissen weiter. Seid vorsichtig an den Märkten. Überlegt, wo sind die Chancen? Und wo ist euer Risiko? Und dann setzt halt weniger Geld ein, wenn ihr euch nicht sicher seid oder lasst die Finger davon. Ja, ich handle die Signale einfach so ab, wie sie kommen. Wenn das so ist, weiß ich aber, verliere eventuell weniger. Und bin jetzt im Moment flat bis auf Gold und ja, was habe ich noch? Ein Short, gehebelten ETF auf den DAX. Ja, mal sehen, wann der zu Ende ist. Okay. Von daher freue ich mich, wenn es nächste Mal wieder heißt, Kursgewinne mit Branchenanalyse, auch wenn es manchmal heißt, dass man nicht dabei ist. Tja, so ist es. Okay, dann habt ein schönes Wochenende auf jeden Fall. Bleibt gesund, genießt die Sonnenstrahlen, die vielleicht kommen und ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank. Super, vielen Dank, Carsten. Du hast alles schon gesagt. Ich wünsche auch eine erfolgreiche Woche. Nächster Termin ist 19.04.
Da freuen wir uns dann entsprechend auf den Trade Scanner auch mal ein bisschen wieder näher kennenzulernen. Vielleicht hast du ja auch neue Funktionen dann mitgebracht. Und ansonsten vielen Dank für die Teilnahme. Passt auf eure Positionen auf und einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.